Hier ist ein Foto von Detlef die Soest. Und hier sehen Sie, wie er nach der Verwandlung aussah. Perfekt! Wahnsinn! Ich weiß gar nicht. Wo ist er denn? Er ist nicht mehr wiederzuerkennen. Er ist ein ganz anderer Mensch. Und das beeindruckt mich sehr. Schon wieder hat der Kultursender RTL ein authentisches Format mit journalistischem Unterhaltungsanspruch erstellt. Und weil das ehrliches, glaubwürdiges Fernsehen ist, habe ich gesagt, als ich angefragt wurde für Promi Undercover Boss, mach ich. Ich mach's. Ich war auch dabei. Ich bin ja auch prominent. Hier ist ein Trailer für die nächste Folge Promi Undercover Boss mit mir. Diese Woche bei Promi Undercover Boss. Der Südwestrundfunk, im Volksmund auch liebevoll SWR genannt. Hier entsteht das größte Flaggschiff deutscher Fernsehunterhaltung, die Pierre M. Krause Show mit Pierre M. Krause. Mein Name ist Pierre M. Krause. Ich bin das Gesicht und der Kopf einer der erfolgreichsten Fernsehshows der Welt, der Pierre M. Krause Show. Pierre M. Krause Show, erfolgreichste Fernsehshow im deutschen Fernsehen, ja. Jede Woche schauen in Deutschland über 50 Millionen Menschen Fernsehen. Und ich auch. Diese Woche nimmt die für den Deutschen Fernsehpreis und den Grimme-Preis nominierte Pierre M. Krause Show am Undercover-Projekt teil. Eine Woche wird sich Horst und Creative Director Pierre M. Krause mit einfachen Arbeiten durchschlagen. Um als Praktikant der Pierre M. Krause Show glaubwürdig zu sein, bedarf es eines aufwendigen Umstylings. Mit Praktikanten-Outfit und professioneller Maske ist der beliebte Showmaster selbst für seine engsten Mitarbeiter nicht wiederzuerkennen. Um die Verwandlung perfekt zu machen, braucht Pierre nun noch eine plausible Covergeschichte. Ich bin Pedro Alejandro Alibi Sanchez Sombrero Carompaya Piñata Mexico aus Mexico City. In Mexiko. Ich bin der Praktikant aus Mexiko. Die Tarnung ist perfekt. Noch ahnt niemand der Kollegen, wen sie da wirklich als neues Teammitglied am Redaktionstisch begrüßen. Als mexikanischer Austauschpraktikant wird Pierre M. Krause schnell mit den Herausforderungen und Problemen aus dem Redaktionsalltag der für zahlreiche Preise nominierten Pierre M. Krause Show konfrontiert. Hier muss man wieder Papier nachfüllen. Ich mach das. Technischen Dingen war Pierre schon immer eine Null. Welcher Pierre? Der echte Pierre ist nicht hier. Und ich bin der Austauschpraktikant. Pedro Alejandro Alibi Sanchez Sombrero Cajón Paella Piñata Mexico aus Mexico City in Mexiko. Aber ihr könnt alle Pierre zu mir sagen. Pedro, ihr könnt alle Pedro zu mir sagen. Mann, ey. So was habe ich hier jede Woche einfach. Jede Woche. Nix. Den Arbeitsalltag der niederen Gewerke hat sich der Fernsehstar sicher einfacher vorgestellt. Jetzt muss Medienprofi Pierre richtig ranklotzen und seinen Mitarbeitern beweisen, dass er auch hinter der Kamera mit Fachwissen und Tatkraft brillieren kann. Die Optik da, diese neue Linse. Das ist für mich schon toll, das Team mal so richtig kennenzulernen. Das hat man ja sonst nicht. Und ja, dass ich halt auch mal die ganzen Probleme und Herausforderungen mitbekomme. Ich bin ja auch Ausländer. Ich komme aus Mexiko. Also ich kann deine ganzen Probleme kann ich voll gut verstehen. Ich komme aus Ulm. Wenn du reden willst, ich bin da, ne?
Showdown im Meeting Room. Wie werden die Mitarbeiter der PRM Krause Show reagieren, wenn sie erfahren, dass sie die ganze Zeit ihren eigenen Chef angelernt haben? Nina! Nimm doch Platz. Nina! Der Austauschpraktikant aus Mexiko. Pedro. Das war ich. Ach was. Sag bloß. Mhm. War mir klar. War allen klar. Geht das wieder weg? Nein. Sehen Sie außerdem nächste Woche, Hollywood-Star und Frauenschwarm Kevin Bacon geht undercover in eine große Volkspartei. Demnächst bei Promi Undercover Boss.